Hallo, hier ist Hauke aus dem Off mit einem unglaublich schlecht synchronisierten Video. Warum spreche ich jetzt einfach nur aus dem Off bzw. nehme den Ton jetzt auf meinem Handy auf? Ganz einfache Geschichte. Ich habe ein Video aufgenommen, in dem ich etwas erzählt habe, worum es halt in diesem Video geht. Ich werde gleich nochmal versuchen, das nachzusynchronisieren, aber ich werde es ja nie wieder so sagen können, wie ich es gesagt habe, was mich super ärgert. Das Video habe ich auch tatsächlich zweimal aufgenommen. Es gibt ja Tage, an denen funktioniert die Technik einfach nicht so, wie man will. Und es gibt Tage, an denen ist man manchmal einfach doof. So wie heute beides. Erst habe ich das Video aufgenommen und habe dann erzählt, bla 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 bla. Will dann so Sprechpausen rausschneiden und stelle fest, super, ich habe das Mikrofon gar nicht angestellt, weil ich das natürlich für Livestream oder Aufnahmen vom Terrarium habe ich mein Mikrofon immer aus, weil ich die Tonspur eh nicht brauche. Und gerade bei Livestream, ja, ich filme ja jedes mit, jede Sprachnachricht, die ich bekomme oder abhöre oder Telefonate oder was, ne? Macht ja keinen Sinn. Gut, das Mikrofon war aus. Ich denke so, ja, fuck. Du hast gerade ein spontanes Video gemacht und musst es jetzt nochmal machen. Jetzt musst du zum zweiten Mal hintereinander wegen derselben Sache spontan und motiviert und fröhlich sein. Hab mir Mühe gegeben. Hab das gemacht. Hab dann noch zu einem anderen Video was aufgenommen. Mikrofon hat theoretisch funktioniert, weil es war an. Und ich stelle dann fest, Mikrofon hat nichts aufgenommen. Die Datei ist ohne Ton. Ich denke so, was ist das los? Mach die Aufnahme nochmal an und sag dann so, ja, Test, Test, 1, 2, 3, so, ne, beende die Aufnahme, starte diese Aufnahme, die ich da gemacht habe, so, und dann so, Test, Test, 1, 2, 3, Ton nimmt einwandfrei auf. Aber bei dem Video, was ich früher aufgenommen habe, einfach nicht. Naja, wie dem auch sei, deswegen rede ich jetzt aus dem Off und synchronisiere dieses Video von mir selbst nach, weil ich habe tatsächlich einen sehr anstrengenden Tag gehabt und ich habe jetzt keine Lust mehr, auch ein drittes Mal motiviert vor die Kamera zu treten und spontan begeistert zu sein über das, was ich erzähle. Deswegen synchronisiere ich das jetzt einfach so nach und versuche dann einfach irgendwie mich selbst ja ein bisschen hops zu nehmen. So, da hat sich langsam das Bild. Liebe Schneckenfreunde, ich muss euch was sagen. Schneckenhausen ist Geschichte. Schneckenhausen ist vorbei, aussehen muss Mickey Mouse. Guckt es euch noch ein letztes Mal an, mein Schneckenhausen, ab morgen Abend wird es vorbei sein. In den letzten Tagen hat sich einfach so viel ereignet und gerade gestern, ich kann Schneckenhausen so nicht mehr weiter betreiben. Schneckenhausen endet. Es wird kein Schneckenhausen mehr geben in Zukunft. Was soll ich machen? Es geht einfach so nicht mehr weiter. Ich kann nicht mehr machen. Guck nochmal, ich habe die Schnecken wirklich lieb. Aber Schneckenhausen, nein, tut mir leid, in der Form nicht. Denn es gibt jetzt Schnecktopia. Ja, ihr habt richtig gehört. Es gibt Schnecktopia. Es hat sich für mich eine Chance ergeben, die ich einfach wahrnehmen musste. Ich hatte gar keine andere Wahl. Es ist völlig verrückt, es wird für mich absolut viel Arbeit bedeuten. Aber was soll ich machen? Die Schnecken wird es freuen. Und es wird wahnsinnig, wahnsinnig cool. Guckt euch Schneckenhausen nochmal an, so werdet ihr es nicht mehr sehen. Es wird sich einiges verändern. Ich werde euch alle mitnehmen auf die Reise und ich freue mich über alle Leute, die diese Videos angucken. Und es wird richtig, richtig gut. Und ich bin total begeistert auf das, was mich erwartet. Aber wie gesagt, es wird für mich mega viel Arbeit. Aber ich werde einfach viel, viel mehr Möglichkeiten haben. Und die Schnecken werden es tatsächlich noch um einiges geiler haben als bis jetzt. Viel mehr kann ich da jetzt tatsächlich gar nicht so zu sagen, aber es ist verrückt. Es ist einfach verrückt, was gerade passiert. Ich danke allen Leuten, die sich diese Videos angucken. Das soll jetzt auch gar nicht irgendwie eingebildet oder arrogant klingen. Wir haben ja nur 72 Abonnenten. Aber trotzdem, es gucken gerne Leute an und das macht uns froh. Dafür ist das ja da. Und es soll halt jeder einfach Spaß haben an den Schnecken und wir haben Spaß an den Schnecken. Wir sind glücklich mit den Schnecken und die Schnecken sind hoffentlich glücklich mit uns. Und ja, es wird, wie gesagt, sich sehr, sehr viel ändern. Ich bin total begeistert. Man sieht es auch an meinem Gesicht. An meiner Stimme hört man es gerade nicht, weil diese Stimme, die ihr gerade hört, die wird einfach nicht genau jetzt gerade gesprochen, wo das Video aufgenommen wird. So. Sondern ich quatsche jetzt einfach darüber und ich habe echt auch keine Ahnung mehr, was ich vorhin gesagt habe, aber ich rede ja
jetzt einfach und fasse mit meiner Hand an mein Terrarium und sage, Leute, guckt mal, ich habe meine Hand aufs Terrarium gelegt. Wow, ist das nicht richtig gut? Und ihr werdet euch denken, so, ja, super, bist du jetzt irgendwie bei QVC und versuchst uns ein Terrarium zu verkaufen? Und ich sage, nein, das versuche ich nicht, aber ich habe echt absolut keine Ahnung mehr, was ich vorhin gesagt habe. Und deswegen, ja, weiß ich nicht. Muss ich jetzt einfach irgendwas erzählen, weil mein Mund sich bewegt? Und ja, jetzt gucke ich einfach so ein bisschen durch die Gegend, wackel mit meinen Händen und mache halt große Gesten, damit alle denken so, boah, der Mann ist richtig motiviert und hat richtig gute Laune. Die gute Laune hatte ich auch bis eben. So, wegen den Schnecken. Guck mal, ich streiche mein Terrarium, weil ich habe nicht mehr die Schnecken, liebe ich hier mein Terrarium. Haha, aber ja, was soll ich sagen? Es kommt viel Arbeit auf mich zu. Es wird unglaublich spannend. Ich freue mich tatsächlich auf alles, was jetzt in den nächsten Tagen passiert. Und ich denke mal, Freitagabend, Samstag, Sonntag werde ich euch zeigen können, was da passiert ist. Und guckt euch einfach mal an, wie das Terrarium jetzt da steht. Und vergleicht das dann mal mit dem Video, was ich dann später zeigen werde. Ihr werdet wirklich kaum glauben, was da passiert ist. Besonders wenn ich euch erzähle, wie ich zu dem gekommen bin, was da dann passiert ist. Ja, genau. Also ich wackel mit meiner Hand, damit alle nochmal sehen, dass ich Tattoos habe, weil das macht ja total cool. Und jetzt stehe ich hier halt einfach und Leute, ich bin super schön, das wollte ich euch nochmal sagen. Ihr müsst es einfach akzeptieren. Da bleibt einfach kein Auge trocken. Und vielen Dank, dass ihr das Video geguckt habt. Eure Angela Merkel. Nee. Wir können das alles schaffen, wir schaffen das alles und gemeinsam bewältigen wir diese Aufgabe. Mit freundlichen Grüßen, eure Angela Merkel. Ciao, Kakao. Abonniert unseren Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts verpasst.